Man will es fast nicht glauben, bei 1860 geschehen noch Zeichen und Wunder. Offenbar hat man doch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Anders ist nicht zu erklären, dass die Löwen erstmals seit 15 Jahren mit Oliver Kreuzer auf einen absoluten Fachmann im Sportbereich setzen. Der Zeitpunkt der Kreuzer-Präsentation wenige Tage vor der Mitgliederversammlung hat natürlich ein gewisses Geschmäckle. Dennoch bin ich überzeugt, dass Kreuzer neben Trainer Benno Müllmann die richtige Entscheidung für den TSV 1860 ist. Warum ich mir so sicher bin, Oliver Kreuzer hat in seinen Stationen bei Basel, bei Salzburg, vor allem auch bei Sturm Graz bewiesen, dass er es kann. Und es heißt schon auch was, wenn man vor Vereinen wie Austria Wien, Rapid Wien und Red Bull Salzburg Meister wird in Österreich. Bekanntlich sind aller guten Dinge drei. Nach dem Pokalsieg in Mainz und dem ersten Saisondreier gegen Duisburg ist die Brust an der Grünwalder Straße 114a vor dem Gastspiel in Braunschweig gewachsen. Wir glauben an uns. Also wir haben zweimal gewonnen in 7 Tagen jetzt. Und jetzt das dritte Spiel. Wir hoffen auf 3-mal in Folge zu gewinnen. Das wird uns wirklich gut tun. Wenn wir nochmal punkten, dann werden wir enger an die Mitte von der Tabelle. Also werden wir ein bisschen sicherer sein. Einfach die Punkte und egal wie, ob es dreckige Siege oder nicht, 3 Punkte ist 3 Punkte. Und ich glaube, die Jungs sind ein bisschen gut, also besser drauf. Und ja, man sieht, dass halt ein bisschen mehr Spaß drin und es ist viel, viel einfacher und fällt alles leichter für uns, wenn wir gewinnen. Dann die Atmosphäre in der Mannschaft ist viel besser. Also ich glaube schon, ich hoffe auch, dass es klappt. Gut für die Löwen. Stefan Mogosa gab am Freitagnachmittag grünes Licht und steht im 18er Kader. Genauso wie Fesal Mulic. Allerdings, die Bilanz der Löwen in Braunschweig ist alles andere als aufbauend. Die 60er gewannen in der zweiten Liga nur einmal gegen die Hausherren. Und das war in der Saison 2012-2013 mit dem 2:1-Sieg, wo Benny Laut ein phänomenales Tor erzielte.